Future Skills haben eine Vorgeschichte. Sie knüpfen an das ältere Konzept der Schlüsselkompetenzen an. Die curriculare Verankerung von Future Skills ist also eine Frage, die nicht erst mit den Future Skills gestellt wurde, sondern schon mit der Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen. Sie fanden Eingang in Modulhandbücher mit der Beschreibung von Selbstkompetenzen, Sozialkompetenzen und Methodenkompetenzen. Insofern sind die Vorgänger der Future Skills die Schlüsselkompetenzen also theoretisch schon seit langem in den Studiengängen verortet. Und Nina Hossmann hat mit ihrer Future Skills Studie aus 2023 zeigen können, dass auch das neuere Konzept der Future Skills schon Gegenstand der Lehre ist. Sie fragte Professorinnen und Professoren verschiedener Fächer und die nannten Problemlösefähigkeit, Selbstorganisationskompetenz und kritisches Denken oder auch Kollaboration. Mehr kann man dazu in dieser Publikation erfahren. Bei der Verankerung von Future Skills geht es also nicht unbedingt und ausschließlich nur um etwas Neues, etwas Zusätzliches und etwas ganz anderes. Drei Faktoren bestimmen die curriculare Verankerung oder auch Vertiefung. Erstens Fachimmanenz, zweitens Überfachlichkeit und drittens Interdisziplinarität. Was bedeutet Fachimmanenz? Es gibt Future Skills, die schon in der Fachlogik enthalten sind. Dazu gehört zum Beispiel das kritische Denken in der Philosophie, die Problemlösekompetenz in den Ingenieurswissenschaften und Data Literacy in der Informatik. Aus der Perspektive des Faches also Fachkompetenzen. Für andere Fächer überfachliche Future Skills. Überfachlichkeit von Future Skills ist das zweite. Eine explizite didaktisierte Förderung von Future Skills sollte die Fachkompetenz ergänzen. Das kann in unterschiedlichen Settings, in fachhomogenen Gruppen oder auch in heterogenen, überfachlichen Lernzentren passieren. Wichtig, sie sollten in Wahlstudienbereichen verankert werden, sodass die Studierenden selbstbestimmt, das heißt also kompetenzbewusst entscheiden können, welche Future Skills sie erwerben möchten. Der dritte Faktor, die Interdisziplinarität. Nicht umsonst liegt ein Fokus in dieser Publikation auf interdisziplinären Vermittlungsformaten. Es liegen mehrere Vorteile nämlich darin. Die Studierenden treten aus ihrem Fach heraus und treffen auf andere Fachkulturen, um gemeinsam dann zu überfachlichen Future Skills zu arbeiten. Und hier entsteht ein inter- oder auch transdisziplinärer Lernraum, der an den Schnittstellen der Fächergrenzen die persönliche Perspektive öffnet. Das ist außerdem eine Situation, die in der beruflichen Zukunft viel wahrscheinlicher ist. Man arbeitet über Fachgrenzen hinweg zusammen in der Praxis. Ein klares Ja zur Bewertung. Ein klares Nein zur Benotung von Future Skills. Bewertung bedeutet, dass wir den Future Skills dieselbe Bedeutung beimessen wie anderen Lerninhalten. Und wir wissen auch, was wir nicht prüfen, wird nicht gelernt. Stellt sich die Frage, ob Future Skills überhaupt prüfbar sind, das heißt messbar. Das ist ja einer der Kritikpunkte. Und das ist unbenommen auch ein ganz schwieriges Thema. Dennoch sollte die schon lange proklamierte Kompetenzorientierung in der Lehre doch nicht vor den Prüfungen Halt machen. Und hierzu gibt es auch schon viele gute Ansätze. Zum Beispiel Portfoliomethoden, Selbsteinschätzung, 360-Grad-Feedback oder auch psychometrische Tests. Das Wichtigste ist in jedem Fall, dass wir gutes Feedback geben, anstatt zu benoten. Future Skills sind Handlungskompetenzen. Das heißt, sie zeigen sich nur in der Handlung. Prüfungsformate müssen das berücksichtigen. Werthaltung sind auch ein wesentlicher Bestandteil der Future Skills. Und auch sie sollten in Form von Reflexionen zum Beispiel in die Prüfungssettings einfließen. Im Industriezeitalter wie auch im Dienstleistungszeitalter bestand der vornehmliche Zweck der Bildung darin, auf eine für weite Teile der Bevölkerung vorgezeichnete Zukunft und weitgehend bekannte Aufgaben vorzubereiten. Charakteristisch für die digitale Transformation und das immer komplexer werdende Informationszeitalter heute ist, dass die Zukunft auf vielen Gebieten unsicher, volatil und ambig ist. Aufgaben und künftige Herausforderungen sind weitgehend unbekannt. Lösungen sind laufend auch neu zu entwickeln und im schnellen Wandel zählt vor allem die schnelle Anpassung. Disruptive Entwicklungen, wie beispielsweise die im Bereich der künstlichen Intelligenz, zeigen, wie wenig das Bildungssystem auf technologische Entwicklungen wie ChatGPT und Co. vorbereitet war und wie schwer es sich tut, den Wandel selbst zum Gegenstand zu machen. Einige Beiträge in dieser Publikation zeigen, Future Skills haben das Potenzial, Menschen dazu zu befähigen, flexibel, selbstbestimmt und gemeinsam mit sehr unterschiedlichen möglichen Zukünften umzugehen. Mehr noch, die Zukunft auch aktiv mitzugestalten, weil sie besonders zur kritischen Auseinandersetzung und gesellschaftlicher Teilhabe beitragen, weil sie Kompetenzentwicklung nicht nur als individuell isolierten, sondern auch als gemeinschaftlich gedachten Prozess verstehen.